Palim, palim. Ich hätte gerne Tube Mayo mit Käse. Es macht gar keinen Sinn, aber mal, ihr wisst doch ab und an, weiß ich auch selber nicht, was ich erzähle. Deswegen hallo in World of Tanks. Ja, wir schauen uns diesmal eine Runde vom VK4502A an. Gespielt von der Zanfee. Kleiner Stotterer wohl. Ja, hat hier natürlich das schöne Glück, hier Top-Tier zu sein. Wir machen hier alles groß, gucken uns nochmal die Teams ein bisschen genauer an. Das Gegnerteam hat die etwas schlechteren Spieler, würde ich jetzt mal sagen, ohne die jetzt dissen zu wollen. Oder einen fetten Beef damit zu produzieren. Aber, ja, ist, glaube ich, kann man trotzdem so sagen, wie es ist. Er selber fährt jetzt scheinbar hier Richtung Einsatzweierlinie rüber. Der ehemalige ganz klassische Heavy Spot. Mittlerweile hat sich so ein bisschen verlegt und ist auch ganz gern da drüben, wo der Crumble und der T-34-85 sind, steht mit einem mittlerweile auch gerne mit einem Heavy. So, dann schauen wir mal, was da vorne bei ihm so auftaucht. Bis jetzt hat er hier, ist er hier noch wieder beschäftigungslos sein, so schaut es zumindest aus. Kommen tut noch nicht. Hinter ihm kommt auf jeden Fall ein bisschen was an Support nach. Aber er findet. Ja. Den Tiger P. Tiger P prallt hier ab. Oh, da ist auch noch ein Nashorn. Ah, oh, da trifft er nicht. Ja, ärgerlich. So, Tiger P schaut nochmal rum, aber jetzt schön eingeaimt. Den Tiger P in die Seite gegeben. Der Tiger 2, der tangiert ihn gerade nicht so wirklich. Der macht sich da drüben ein schönes Leben. So, nochmal einen. Tiger P zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Der hat jetzt gleich direkt die Schnauze voll. Dafür ein Churchill, der sich da oben ein bisschen den Weg bahnt. Leider zu spät gesehen. T-34-85. Prallt hier aber ab. Kommt der Churchill denn rum? Ne. Ich könnte mir vorstellen, dass der T-34-85 auch gleich nochmal sein Glück, da ist er doch schon wieder, versucht. Und die FVA, die trifft ihn hier. Kleines, ekliges Ding einfach. Da, der T-34 kommt, versucht es wieder, aber diesmal steckt er früher zurück. So, das Nashorn hat den Tiger 2 getötet. FVAT hält hier weiter auf ihn rein. Oh, jetzt ist hier seine linke Seite plötzlich fast schon weg. Ein griechischer Treffer auf den Tiger 2. Der T-34-85 will es wirklich wissen. Ja. So, der Tiger 2 hält jetzt auch auf ihn. Der sieht den T-150 wohl nicht mehr als riesengroße Bedrohung. 1 zu 5, 2 zu 5 steht es aktuell. So, diesmal geht der Tiger 2 auf den T-150 und er konnte ihm auch eine verpassen. So, der Tiger 2, wie gesagt, Gott sei Dank, jetzt aktuell immer auf den T-150 fixiert. Er kann hier sehr schön auf die Unterwanne sich ausrichten. Der Type 62 geht jetzt auch auf den Tiger. Damit nehmen sie ihn hoffentlich so ein bisschen raus. Jetzt wird er ein bisschen nervös. Hat hier gerade, schaut hier mehr um sich rum, als es sinnvoll ist. FV nimmt jetzt den T-150 raus. Mal schauen, wie sich der Tiger jetzt im Close Combat gegen den Type schlägt. Ich weiß nicht, was er immer so rumguckt. Und setzt die Zahnfee. So, Type nimmt den Tiger 2 raus. Dann dieses. Warum? Was hat er denn? Ist er so nervös, dass er so um sich rumguckt die ganze Zeit? Was soll denn hinter ihm kommen vom Tiger? Da ist doch nichts. Nehmen wir noch nichts. Und immer noch nichts. Nein, auch da war noch nichts. Da ist immer noch nichts.
Und auch da ist nichts. So, jetzt fährt er wieder Richtung Spot. Da ist noch nichts. Und will hier ein bisschen defenden. Sehr sinnig. Immer noch nichts. Da kommt nämlich ein ES3. Also manche, das sehe ich ja bei diesen Replays immer mal wieder, dass manche scheinbar ganz schön anders spielen als ich. Also was man da jetzt so rumgucken muss, verstehe ich nicht. So, der Type hat mittlerweile da hinten den Churchill rausgenommen. Der ist hier ordentlich am Start. So, jetzt aber gucken wir da. Jetzt guckt doch mal nach vorne, ja. So, ES3. Prallt hier ab. So, jetzt kommt der... Oh, ES3, schön. Nimm die Seite. Nein, schießt doch nicht im Boden. 9 zu 10. Allerdings, jetzt komm. Jetzt mach ihn weg da einfach. Da, ja, da ist gut. Ja, so ist es gerade. 2500 Schaden. Ein bisschen was an Gegnern hat er ja noch. Besonders der Tiger, der hier in seiner Nähe ist. Da ist er, ja genau. Nein, da nicht. Da... Nein, da auch nicht, da. Nein, da immer noch nicht. Also diese, was will der der gucken? Ich weiß, vielleicht könnt ihr ja mal mutmaßen, was er da sucht. So, der Tiger. Auto-Aim, genau. Nee, doch nicht. So, zack, jetzt hat er ihm den ersten gegeben. Hat viel zu lang gedauert. Kriegt Munitionstreffer und die Kette gezogen. Entweder Auto-Aim oder Gleich-Aim, aber nicht Auto-Aim, dann nochmal überlegen, um zum Schwenken. Das ist Quatsch. Hat ihm seine Munitionslage gekostet. So. Mit drei Gegner gibt es ja noch. Vielleicht macht er die alle weg. Dann hätte er 4 an der Zahl, aber eher unwahrscheinlich. DFV-AT würde ich aber an seiner Stelle als kleinen Nemesis sehen und würde den auf jeden Fall versuchen zu killen. Weil ansonsten, der KV hat ihm noch nicht wirklich etwas getan. Und auch der Cromwell, so wie ich sehe, nicht. Aber diese kleine Scheißhaus-Arti, die mir wirklich hart auf den Sack geht in diesem Spiel. Da kriege ich, also wenn ich einen Arti hätte, kriege ich dann lieber einen guten, ehrlichen, ordentlichen, als diese 35 hintereinander. So, ja, da oben. Sehr schön. Auf den Weakspot geschossen, KV4 oben drauf. Aber wir sehen, braucht er gar nicht. Jetzt schießt er eh Premium mittlerweile. Hat damit 244 Durchschlag. Ansonsten wären es nur 200. Da hätte er dann ein bisschen mehr zielen müssen. Da ging er nicht durch. Da ist der Cromwell. Die Arti hält hier weiter auf den Seizure drauf. Aber seine Arti unterstützt auch. Zack. Ach Mensch, der war aber... Unverdient, dass er nicht getroffen hat. Nun aber, komm. Ja. Sehr gut. Jetzt macht er sich's gefährlich, weil jetzt hat er links und rechts dann Panzer von sich. Ja, nimmt den Cromwell jetzt raus. Da ist die Arti offen. So, jetzt konnte die Arti und vielleicht kriegt er sogar noch seinen vierten Kill. Wo, nein, da oben ist er nicht. Da unten ist er. Ja. Ja, und er nimmt den vierten Kill. Macht 4411 Schaden. Ganz unentspannt. Ganz entspannt, so muss man es eher sagen. Ganz unaufgeregt. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. 1454 Basis-XP ist auch sehr ordentlich. Also unterm Strich eine gute Runde. Vielleicht einfach beim nächsten Mal weniger gucken und dann bist du mehr am Ziel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Elkaramba.